ich werde euch diese Woche einfach mal wieder einen kleinen Blog von meiner Seite zukommen lassen. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt über mehrere Tage aufgenommen. Das sind zum Beispiel der Montag, der Dienstag und der Mittwoch. Und heute halt noch vom Sonntag, jetzt hier. Und ja, ich dachte, das schneide ich euch dann so ein bisschen zusammen und mache euch so eine kleine Zusammenfassung, weil bei mir war die Woche ein bisschen was los. Und ja, was natürlich auch cool ist, ist, mein Bruder ist jetzt endlich da, er ist gut angekommen, ihm geht's auch gut soweit. Er hat leicht einen Jetlag, aber ja, so ist es halt, wenn man Flugreisen macht. Habe ich zumindest mal gehört. Ich habe ehrlich gesagt erst einmal eine Flugreise gemacht. Ja, ich bin das einmal geflogen überhaupt. Und da ich Höhenangst habe, glaube ich, belasse ich es auch bei dem einen Mal. Oh Gott. Ja, sonst geht es mir heute soweit recht gut. Ich backe gerade einen Kuchen, der hoffe ich gut wird. Den muss ich dann nachher nur noch schnell ein bisschen glasieren und mit Streuseln bestreuen oder sowas. Und ja, mal sehen. Was könnte ich euch jetzt sonst noch erzählen? Eigentlich gar nichts mehr. Ich außer natürlich, dass ich echt extrem hoffe, dass euch mein Video gefällt. Das würde mich riesig freuen von Daumen hoch oder über einen Daumen hoch wäre eigentlich grammatisch richtiger, aber egal. Richtiger, schon wieder so ein blödes Wort. Grammatisch korrekter. So, jetzt haben wir es. Über ein Abo freue ich mich auch immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, hier kommt dann mein Video. Hi, ich bin heute bei meinen Großeltern und wir bauen jetzt die Pyramide, die wir zusammen aufgebaut haben, auch wieder zusammen ab und verpacken das dann. Und ich bin total gespannt, wie die dann verpackt wird, weil als wir sie aufgebaut haben, war schon alles ausgepackt und so. Und ja, wir sehen uns dann nachher, wenn die Pyramide abgebaut ist, weil gegessen habe ich schon und eigentlich bin ich gerade schlapp vom Essen. Wir sehen uns später. So, jetzt ist ungefähr circa, sagen wir, 30, 40 Minuten vergangen. Die Pyramide ist abgebaut und jetzt gibt es bei uns noch lecker Kaffeekuchen. Ja, und danach gehen wir wahrscheinlich. Danach gehen wir wahrscheinlich dann nach Hause und da gibt es dann wahrscheinlich dann auch nochmal was zu mampfen. Heute ist mein Futtertag. Vorher des Grad war meine liebe Mom, die hier gerade reingekommen ist. Wir sehen uns dann. Ciao! Hey, ich mache gerade. Ja. Hi, ich mache gerade einen Teig. Schaut mal hier. Ja. Das ist das Rührgerät. Noch ein bisschen weiter weg. Da. Hier müsste man jetzt etwas Teig sehen. Könnte sein. Naja. Auf jeden Fall, das Wichtige an dem Teig ist, so viel wie möglich rühren. Und das werde ich jetzt auch tun. Vielleicht zeige ich euch nachher noch die Kuchen, die rauskommen. Also dann, ciao. So, und das ist unser fertiger Teig. Um ehrlich zu sein, ist es das totale Experiment, weil wir wissen alle noch nicht, was da rauskommt. Wir haben einfach bloß ein paar Zutaten genommen und mal schauen, was draus wird. Ich war total gespannt, ob der schmeckt. Naja, davon aus, dass er schmecken wird. Also dann. Ja, und so sieht es dann in der Förmchen aus. Die Sauerei an der Seite ignorieren wir jetzt einfach mal alle ganz gepflegt. Tue ich nämlich auch. Aber wir hatten etwas zu viel Teig für ein bisschen zu wenig Förmchen. Aber wenn wir ein Förmchen mehr gehabt hätten, hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Naja. So, und so sehen dann unsere... Oh, wartet. Ja, entschuldigt. Und so sehen dann unsere fertigen Küchlein aus. Hier könnte man es ein bisschen trennen. Ist ein bisschen übergeschmolzen. Aber... alles in allem sehr schön. Die müssen wir jetzt, die sehen ein bisschen aus wie Brownies, wenn ich es gerade so oder so mache. Oh nein, so Cookies. Genau, so Cookies, so ein bisschen wie Cookies. Aber sind Muffin-Küchlein. Ja, also dann, ich lasse mir die jetzt schmecken. Bis dann, ciao. Hi, ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, jetzt kann ich mal die
Küchlein, die aussehen wie Cookies, testen und euch dann sagen, wie die so geworden sind. Sehr gut. Bei mir ist gerade noch Folgendes los. Mein Hase rennt. Wartet mal. Vielleicht kriege ich es auf dem Bild. Ja, ich glaube, da ist sie. Ja, das ist Isa. Die rennt jetzt eine Runde. Die war heute nämlich noch nicht draußen. Ja, für euch hat sie sogar einmal den Ball umrundet. Isa ist eine begnadete Fußballspielerin. Stimmt's, meine Kleine? Ja. Sag Hallo zu allen. Sag Hallo. Tja, Hallo sagen wir sie jetzt nicht. Ja. Also, Isa rennt jetzt noch und das war dann jetzt auch schon mein Tag. Ich muss gut zugeben, das waren jetzt 2 Tage. Das war jetzt heute und gestern. Heute war ich bei meiner Babette und habe da Kuchen gebacken und gestern war ich bei meinen Großeltern. Das war echt viel. Und ja, jetzt muss ich zugeben, wenn ich erstmal plan. So, das war jetzt ein paar Tage aus meinem Leben. Es waren jetzt ein paar Tage aus meinem Leben. Manchmal habe ich solche Wochen, wo ein bisschen mehr los ist. Manchmal habe ich einfach normale Wochen. Und ja, ich werde euch ab jetzt öfters bei sowas mitnehmen und mal sehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!